Es sollte eine Geburtstagsüberraschung der besonderen Art werden. Für meinen Mann Herbert W. Franke. Eine seiner Computergrafiken als dreidimensionale Landschaft in Alu gefräst. Dafür brauchte ich Helfer, ohne die das Projekt hätte nicht realisiert werden können. Die erste Anlaufstelle dafür, die Firma Edcam, Anbieter einer 3D-Software für das computergestützte Fräsen, Drehen und Bohren von Werkzeugmaschinen, die mein Bruder in Nürnberg besitzt. Zuerst mussten wir überlegen, wie wir ein geeignetes Motiv finden. Mir war die Idee gekommen, dabei ein Bild zu nutzen, das mit der Software Mathematica entstanden war. Ein Programm von Wolfram Research, mit dem Herbert in den letzten 15 Jahren viele sogenannte Notebooks entwickelt hat. Bei Wolfram Demonstrations sind sie im Netz öffentlich zu sehen und zeigen unter anderem als Math Art interaktive Visualisierungen unterschiedlicher mathematischer Strukturen. Ich hoffte, dass mit diesem Ausgangsprogramm die Umsetzung virtueller Kunst in eine Software für die Steuerung einer Werkzeugmaschine einfach möglich sein könnte. Siehst du, das sind diese verschiedenen Grafiken, wo ich finde, die würden eigentlich sich ganz gut eignen für so ein, vom Grundsatz her, für so ein Reliefbild. Ja gut, da könnte man ja die da hier so nehmen. Irgendwas so in der Art, ne? Mhm. Ich meine, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber einen Versuch sollte man mal machen. Das ausgewählte Programm Peru ist südamerikanischen Stoffmustern nachempfunden und lässt sich bei Wolfram Demonstrations vom Nutzer dynamisch verändern. Mein Bruder ging nun daran, die Daten in dem von ihm entwickelten 3D-Programmiersystem abzubilden und sie so fürs Kunstfräsen nutzbar zu machen. Herbert hatte seinen Algorithmus ja nicht für die Steuerung einer Werkzeugmaschine ausgelegt. Es war also erforderlich, die Konturen der Grafik aus dem Notebook auszuleiten. Mathematica bietet dafür zwar einschlägige Funktionen an, doch all das war komplizierter als anfangs gedacht. Es brauchte also Unterstützung von Mathematica-Experten. Die Firma Additive, Vertriebspartner von Wolfram in Deutschland, stand hier mit Rat und Tat zur Seite, die Daten des Notebooks zu konvertieren. Ja. Ich habe da noch ein Problem. Sie hatten mir ja schon geholfen mit Ihrer Mathematica-Datei. Jetzt habe ich das Ganze als STL. Ich brauche aber die Konturen der einzelnen Stufen und die kriege ich aus dem STL nicht heraus. Mit den neuesten Expertentipps aus der Ferne konnte das Programm mit den Konturen von Peru jetzt übernommen werden. Nee, ich würd sagen, ich lasse sie dann einfach auf meinen Bildschirm gucken und dann könnten wir das gemeinsam machen. Mit der Finalisierung der Frässimulation der Computergrafik stand jetzt die Produktion an. Bei einer kleinen Maschinenbaufirma im Kochertal. Hier waren es der IT-Experte Günther Hägele und der Maschinenbediener Rainer Horlacher, die sich spontan bereit erklärt haben, mit ihren Werkzeugen ausnahmsweise einmal Kunst zu produzieren. Hier fräst die Maschine in mehreren Arbeitsschritten und mit unterschiedlichen Werkzeugen entsprechend der Vorgaben des Steuerungsprogramms in eine 2 cm dicke Aluplatte. Der erste Arbeitsschritt, das sogenannte Schruppen. Die Maschine fräst die grobe Struktur der Alulandschaft mit 10.000 Umdrehungen in der Minute. Die Zufuhr des Wassers dient hier dazu, dass dieses Werkzeug im Aluminium sauber schneiden kann. Sonst würde es wie in Butter verkleben. Dann folgt die sogenannte Schlichtbearbeitung. Dafür wird ein neues und möglichst scharfes Werkzeug eingesetzt. Der letzte Arbeitsschritt ist dann das sogenannte Kantefasen, also der finale Feinschliff aller Kanten. 4,5 Stunden braucht es, bis die dreidimensionale Landschaft aus geschwungenen Höhenlinien fertiggestellt ist. Am 14. Mai war es dann soweit, die Übergabe an den Jubilar. Mit einiger Fachsimpelei der maschinentechnischen Umsetzung sowie der mathematischen Hintergründe. Weil sonst ist es sehr scharfkantig und außerdem stört es optisch. Und das ist also hier direkt an das, was ich als Kante hier sehe. Richtig, das ist eigentlich gar, genau genommen keine Kante. Doch auch ohne jegliches Expertenwissen. Das Ergebnis der dreidimensionalen Grafik in Alu ist eindrucksvoll. Das jedenfalls meint der Schöpfer dieser virtuellen Landschaft, die er bei der Übergabe zum Geburtstag erstmals als eine in die Realität gebrachte dreidimensionale Skulptur sehen konnte. Diese Ausgangsbilder, die ich mit dem Computer gemacht habe, die sind nach dem Prinzip der Landkarten gemacht. Das heißt, die Farbe... Ja, das haben wir ja hier wieder nachgestellt. Genau diese Landschaft, die da entstanden ist, das ist eben auch
als eine metallische Landkarte aufzufassen. Und ich finde, dass das eine Struktur hat, die man in dieser Form noch nie gesehen hat. Ich bin eigentlich von dem schlagartig überzeugt. Das ist einfach erstmalig und es sieht großartig aus. So wie das hier ist, kann es meiner Meinung nach gar nicht besser sein.